So, wir haben auch 18 Uhr. Einen schönen guten Abend, liebe Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie heute Abend teilnehmen an diesem Webinar. Ja, herzlich willkommen zu diesem Webinar von Stock3.com in Kooperation mit dem Finanzdienstleister Finexity. Mein Name ist Oliver Baron und ich freue mich sehr, Sie heute Abend so zahlreich begrüßen zu dürfen. Finexity ermöglicht bereits ab Beträgen von 500 Euro die Investition in vollständig verwaltete und exklusive Sachwerte wie Immobilien, Kunst, hochwertige Weine, Oldtimer und Diamanten. Ja, das Thema des heutigen Abends lautet intelligent diversifizieren mit Aktien, Cash und alternativen Investments. Und ich freue mich sehr, heute Abend über dieses Thema mit zwei Gästen sprechen zu können. Einmal Stefan Tötzke, Experte und Dozent für Derivate und alternative Investments, und Oliver Becker, Head of Growth bei Finexity. Einen schönen guten Abend, Herr Becker, einen schönen guten Abend, Herr Tötzke. Moin, Schönen moin. guten Abend, Herr Baron. Ja, wunderbar. Wir hatten leider jetzt am Anfang noch mit ein paar technischen Problemen zu kämpfen. Ich bitte das zu entschuldigen, aber jetzt sollte es eigentlich ja alles seinen geordneten Gang gehen. Ja, ich habe schon gesagt, es geht heute Abend um Diversifikation, um intelligentes Diversifizieren eben mit Aktien, Cash und alternativen Investments. Und ja, dieses Thema hat eine ganz besondere Relevanz, würde ich sagen. Ja, die letzten Monate, die letzten Jahre waren eben an den Märkten nicht mehr so einfach wie vielleicht die Zeit seit der Finanzkrise, wo eigentlich an den Aktienmärkten alles nach oben ging. Und immer mehr Anleger, ja, stellen sich auch angesichts der hohen Inflation, der steigenden Zinsen natürlich die Frage, wie sie intelligent diversifizieren können. Ja, stellen vielleicht auch in Frage, ob tatsächlich der Aktienmarkt das einzige, ja, der einzige Depotbestandteil bei Ihnen sein sollte. Und von daher hat dieses Thema heute Abend natürlich auch eine ganz besondere Relevanz, eben weil Sie über Finexity auch ja, in Anlagegüter investieren können, die Privatanlegern sonst eben eher nicht zugänglich sind. Aber das sollte ganz grob die Einleitung gewesen sein, und ich werde mir jetzt mal den Bildschirm holen, um die Präsentation vom Herrn Becker zeigen zu können. Einen kleinen Moment. Jetzt muss ich hier nochmal nach der Technik schauen. So, genau. Jetzt sollte eigentlich der Bildschirm zu sehen sein. Herr Ja, Becker, Sie wunderbar. können loslegen. Dann lege ich mal los. Für den einen oder anderen, die uns jetzt schon noch kennen, gibt es mal den Schnelldurchlauf, was Finexity ist. Wir sind jetzt mittlerweile fast 5 Jahre alt. Wir sind eine Investmentgesellschaft für digitale Assets und haben uns auf alternative Investments spezialisiert. Das heißt, wir haben ein eigenes Asset Management, ein eigenes Sourcing, und dort bei uns auf unserer Plattform können Sie letztendlich in selektierte und geprüfte Assets Ihr Geld investieren. Wenn Sie kurz auf die nächste Seite springen, Herr Baron, dann sehen Sie hier quasi den Überblick über unsere 8 verschiedenen Assetklassen, die wir derzeit anbieten. Also von Immobilien über Wein, über Kunst, Diamanten, Musikinstrumente, Private Equity, nur um eine kurze Auswahl zu geben. Das sind die Assetklassen. Dort kann man ab 500 Euro letztendlich loslegen. Und warum bieten wir das an? Was ist eigentlich so der Zweck dahinter? Jetzt können wir auf die nächste Folge springen. Die Leitidee ist letztendlich, dass Hochvermögende ihr Portfolio seit Jahrzehnten her viel, viel breiter streuen und viel breiter diversifizieren, als das den Privatanleger eigentlich so in den letzten Jahrzehnten möglich war. Wir haben uns natürlich sehr stark immer auf der liquiden Seite und sagen wir, unterwegs gewesen. Und auch im Fondsbereich konnten wir das eine oder andere hinzugeben, aber wesentliche Assetklassen, ja, da war der Zugang einfach nicht erlaubt. Und warum ist Diversifizierung letztendlich das, worum es geht, wenn jemand sein Portfolio verwalten möchte, sein Vermögen mehren möchte? Dazu hat letztendlich Markowitz eine Grundlage gelegt. Da können wir auf die nächste Folie springen. Das hat er in den 60er Jahren gemacht. Dort hat er noch quasi anhand von Aktien und Bonds letztendlich seine Diversifikation umgesetzt und seine Theorie aufgestellt. Im Nachhinein ging es das Thema, haben wir das, konnte man sehen, dass wir mit alternativen Assets das Rendite-Risikoprofil noch mal weiter verschieben konnten. Und warum, weshalb das gemacht worden ist.
Vielleicht lohnt noch mal kurz einen Blick zurück in das letzte Jahr 2022 und wie da die Märkte aussahen. Wenn wir uns mal die Märkte angucken, dann können wir eigentlich sehen, dass es eigentlich ein ziemlich desaströses Jahr war für alle Aktien- und auch Rentenportfolios mit einem satten Minus 22%. Unten links in dem Fadenkreuz, da stehen wir. Und ist für dieses Jahr wird es auch nicht besonders spannend werden, denn die Märkte sind bewegt und die Hauptthemen, die hier momentan nach wie vor oben stehen, die sind die folgenden. Die drei großen Themen sind Inflation, Zinsen und China. Was wir aktuell gesehen haben jetzt in den letzten Tagen ist, dass aufgrund der angezogenen Zinsen die ersten Banken wohl schon in Schwierigkeiten gekommen sind, allen voran die SVB in Kalifornien, die aufgrund von Wertberichtigungen auf der Rentenseite natürlich plötzlich nicht mehr genügend Geld hatten und jetzt auch mittlerweile geschlossen worden ist. Die Einleger sollen wohl gerettet werden, die Bank wohl selber nicht. Und insofern ist dort auch eine sehr schwierige Mängelgelage jetzt für die Fed selber, denn auf der einen Seite muss sie die Inflation in Griff behalten und auf der anderen Seite kann sie die Zinsen jetzt nicht mehr in dem Tempo weiter steigern, wie sie es eigentlich vorhatte. Erwartet waren ja 0,5 im nächsten Zinsschritt, also quasi jetzt im März. Im April, am Donnerstag kommen ja die nächsten Daten raus, da werden wir mal gucken. China wird uns weiterhin beschäftigen, auch das bewegt den Markt, da ist eine Erholung in Sicht, weshalb sehr, sehr viele Portfolio momentan ihre Strategie auch nach China ausrichten, weil dort die nach der Beendigung der Null-Covid-Strategie letztendlich dort die ersten sanften Impulse letztendlich hochgekommen sind, dass dort die Industrie wieder anspringt. Sicherlich noch nicht so, wie es China in den letzten Jahren gewohnt war, aber wir gucken mal vertrauensvoll in den Sommer 23. Beim Ukraine-Krieg würde ich mal sagen, sehen wir das Ding so, dass da ist kein Ende in Sicht. Der Arbeitsmarkt in Deutschland recht stabil, hoher Fachkräftemangel prägt ihn und natürlich die hohen Lohnabschlüsse. Und die sorgen wiederum dafür, dass der Preisdruck weiterhin hoch bleibt. Das heißt, das Thema Inflation wird auf dem Top-Platz dieses Jahr wohl auch das Jahresende einnehmen. Denn die Zielmarke von 2% ist noch lange nicht in Sicht. Und insofern wird auch hier die Zentralbank bei uns hier einiges noch zu tun haben. Das Interessante ist, wenn wir in solcher Krise stecken mit Inflation und die Märkte einkrachen, wie wir das gerade jetzt die letzten Tage gesehen haben, dann steigen natürlich die Suchanfragen. Dann werden Anleger nervös, wenn die Märkte nach unten zeigen. Und interessant ist denn die Korrelation, dass wenn die Märkte nach unten gehen, dass dort die Anleger sofort nach Altern, nach Sachwerten suchen, sofort suchen, wo kann ich und wie kann ich mein Geld letztendlich in den sicheren Hafen bringen. Und ich denke, das ist zwar eine interessante Erkenntnis, meines Erachtens sollten Anleger aber hier mit etwas mehr Perspektive, also mit einem längeren Zeithorizont arbeiten, damit sie sich nicht so getrieben fühlen. Und denn die Frage ist ja immer, die dahinter steht, ist ja die Frage, Geldverluste vermeiden, aber wie? Und dafür braucht es einen Plan und ein paar klare Regeln, die man einhalten sollte. Und da würde ich Ihnen empfehlen, doch mal darauf zu gucken, dass Sie A, niemals Ihre finanzielle Basis gefährden. Das heißt, bei Ihrer Asset Allocation, also bei Ihrer Selektion von Finanzanlagen, achten Sie auf das Risiko. Und achten Sie darauf, dass niemals Sie in eine Illiquidität rutschen. Niemals auch ein Risiko eingehen in Ihren Anlagen, die einfach mal die Basis gefährdet. Also diese Leitplanken wirklich einhalten. Darüber hinaus also wirklich eine breite Diversifizierung. Damit meinen wir jetzt nicht nur auf der liquiden Seite, und da wird Herr Tötzke Ihnen noch einiges dazu sagen, sondern eben auch zu gucken, was bieten die alternativen Assets an, wie kann ich dort mein Portfolio besser stabilisieren und auch langfristig besser ausrichten.
Lassen Sie sich nicht so sehr davon leiten, was an den Börsen aktuell immer passiert. Das ist alles höchst spekulativ und kann da schon mal für sorgen, dass man sich ein Risiko einfängt, das man eigentlich nicht haben möchte. Und deshalb dafür stehen auch die drei unteren Logos. Wirecard ist jedermann bekannt, FTX ist auch mittlerweile bekannt. Bei Fiemann, da bin ich mir nicht sicher, ob das jedem bekannt ist, aber Fiemann hat auch kürzlich die Dividende um 50% mal eben rasiert, was natürlich den Kurs auch als Talfahrt geschickt hat. Will sagen, es gibt auch relativ konservative Aktien, die spontan mal dafür sorgen, dass hier mal das Depot einbricht. Aber darüber hinaus braucht man halt einen Plan. Und das ist der oberste Punkt, die strategische Asset Allocation, die letztendlich 80 plus 90% des Anlageerfolgs liefert und nicht so sehr das Stockpicking, nicht so sehr die einzelne Auswahl eines Titels oder eines Investments sorgt am Ende dafür, dass man über alle Werte letztendlich auch eine gute Performance erreicht. Das ist Augenwischerei. Wichtiger ist letztendlich einen Plan zu haben, wie will ich mein Vermögen strukturieren, und zwar auf der liquiden Seite, auf der illiquiden Seite und im Cash-Bereich. Und dafür haben wir Ihnen mal die Übersicht gegeben hier. Und das sind letztendlich die drei ganz großen Felder, wie Sie oder wie letztendlich Hochvermögende auch ihre Portfolien strukturieren. Und da wird Ihnen jetzt der Tötzke mal mit Blick auf die liquide Seite die strategische Asset Allocation ein wenig näher bringen. Herr Tötzke, Sie müssen Ihr Mikrofon noch einschalten. Und dann werde ich Sie jetzt zum So, Moderator. das an. Jetzt hören wir Ist Sie, das Mikro? genau. Ja, danke. Okay, gut. Und Danke, jetzt muss ich Olli. Sie noch zum Muss ich mal, Moderator ernennen. Kleinen Moment. damit ich meinen Bildschirm teilen kann. Geht Ich es bin jetzt? eingefroren. Irgendwas passiert jetzt hier gerade. So, technisch, was ist das denn jetzt? Das ist hier immer. Wir sehen auf jeden Fall einen Bildschirm von Ihnen. Bildschirm von Ihnen. Okay, gut, dann versuche ich den mal zu übertragen. Eine Sekunde. Da gibt es ein iPad-Tool. Sieht jetzt jeder irgendwie so einen Aktienchart? Jawohl. Gut, okay, gut. Also fangen wir an. Es gibt zwei Arten von Asset Allocation. Die eine heißt strategische Asset Allocation und die andere heißt taktische Asset Allocation. Strategische Asset Allocation ist etwas, was man als Minimum von 5 Jahren ansieht und länger. Taktische Asset Allocation ist alles, was kürzer ist. Also von Intraday bis 5 Jahre. Wenn wir von Liquidität sprechen, dann wollen wir ja rein und raus und das relativ schnell. Das heißt, liquide Alternative Assets sollten auch die Eigenschaft haben, in taktischer Asset Allocation zu sein. Die etwas illiquideren, aber langfristigen Rendite machenden Komponenten sollten in die strategische Asset Allocation reingehören. Der strategische Asset Allocation Anteil wird auch Core Investment genannt oder ist etwas, was wir jetzt mal im übertragenen Sinne als Flugzeugträger bezeichnen. Das ist das Flaggschiff, das ist träge, aber es läuft seinen Weg. Damit etwas in die strategische Asset Allocation reingehört, sollte es zwei Bedingungen erfüllen. Das eine ist ein langfristiges positives Alpha erzeugen, was zum Beispiel bei Rohstoffen nicht der Fall ist. Rohstoffe passiv investiert haben negative Haltekosten, sodass ich langfristig Geld verbrenne, auch wenn sie einen hohen Diversifikationsbeitrag haben. Die zweite Bedingung ist, dass es einen Diversifikationsbeitrag zum Gesamtportfolio liefert. Das heißt, das Portfolio im Risikorenditeprofil besser macht. Das versuche ich jetzt hier mal an meinem iPad-Tool, was jeder kostenlos mit meinem Nachnamen oder mit dem Namen Asset Allocation Analyzer im App Store downloaden kann.
Leider funktioniert das nur im App Store auf iPads, weil 2014, als ich das rausgebracht habe, waren die iPhone 6 noch so klein, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass es iPhones gibt, die größer sind als ein iPad Mini. Wir haben hier 9 Asset-Klassen, darunter eben sehr viele Alternative, Liquid Alternatives. Und ich möchte ganz gerne den Effekt einer Diversifikation darstellen. Das sind alles ETFs, ETCs, ETNs oder Investmentfonds. Das heißt, das sind investierbare Investments. Weil ich kein Finanzdienstleister bin, habe ich mich mit der BaFin geeinigt, dass ich die WK1 nicht veröffentliche. Dann ist das kein Verstoß. Aber das ist egal, ob Sie jetzt auf der Asset-Klasse Aktien, die wir hier sehen, den DAX, irgendeinen ETF von DAX nehmen oder einen MSCI World oder so etwas, ist egal. Die Reihe geht zurück bis auf 1994 um Asienkrise, Russlandbankrott, Internetblase, 9/11, Lehman Brothers und Coronavirus darzustellen. Ich überlege gerade, ich brauche noch 2 Wochen, dann werde ich vermutlich dann noch Silicon Valley Bank da vielleicht noch reinbringen. Aber der Effekt, um den es geht, und der wird durch das Private Equity oder durch eben zusätzliche, etwas illiquidere Sachen nochmal signifikant verbessert, ist folgender. Also, ich habe hier eine Rendite von 7%, 6,69, mit einem maximalen Kursrückgang von 70%. Wenn ich jetzt dazu 50-50 rebalanced jedes Jahr Fixed Income, AAA, Staatsanleihen, Eurozone beimische, habe ich 5,49, das heißt, ich habe einen Renditerückgang, aber mein Maximum Drawdown in der gesamten Phase ist nur noch 40%. Eine sehr effektive Asset-Klasse sind Infladinker, unabhängig davon, ob ich Inflation habe oder nicht, die mische ich jetzt einfach mal bei mit ein Drittel. Ich sehe, ich verliere ganz leicht an Rendite, aber mein Maximum Drawdown ist jetzt nur noch 26%, da war eben fast 40. Und jetzt kommt die Magie von Diversifikation, die es eben auch notwendig macht, noch andere Assetklassen zuzunehmen. Ich nehme jetzt Kreditrisikoprämien. Das ist ein iTraxx Crossover DBX Tracker ETF mit einem Viertel. Und ich sehe, dass ich eine höhere Rendite mit einem geringeren Maximum Drawdown habe. Also ich bin effizienter geworden. Mehr Rendite mit weniger Drawdown durch Diversifikation. Und das zeigt das einzige Free Lunch, was wir in der Finanzwelt haben, nämlich Diversifikation in Assetklassen, die nicht korreliert sind. Ich habe darauf einen eigenen Fonds gegründet, den ich mal ganz kurz zeige. Im Backtesting, was ein reines Passiv-Passiv-Konzept ist, sehen Sie hier, dass wir hier das ist Morningstar, das ist die Ratingagentur, die alle Fonds ratet. Wir haben hier die DR2-Strategie, so heißt die Diversified Risk and Return. Und hier haben wir ein Markowitz-Portfolio sozusagen. Das sind 2470 Fonds. Und dieses reine Passiv-Passiv-Konzept schafft es, besser zu sein als die großen, die es jetzt hier in der Welt gibt. Nur dadurch, dass es eben 9 Asset-Klassen sind, während die klassischen Multi-Asset-Funds eben 3 oder 4 nur haben. Um Ihnen die Power zu zeigen, was es bedeutet, wenn man noch zusätzliche Asset-Klasse beimischt. Und gerade im strategischen Asset-Management macht es Sinn, dann auch diversifiziertere Asset-Klassen beizumischen. Ich habe hier auch zum Beispiel Katastrophenbonds. Wenn Sie den 9. Schieberegler ansehen, da komme ich nur nach 90 Tagen raus. Immobilien ist ein offener Immobilienfonds. Da kann es passieren, dass per Gesetz seit Lehman Brothers es möglich ist, den offenen Immobilienfonds eine Auflage aufzulegen, damit sie eben nicht an Liquiditätsabfluss, am Bankrun, wie jetzt eben sterben, dass sie an ihr Investment erst in einem Jahr drankommen. Da sind also Private Equity Investments oder so etwas durchaus
signifikant liquider als das, was sogar per Wertpapierkennnummer gehandelt wird. Das wäre einfach nur vom Effekt her, vielleicht noch einmal als letztes, gleichgewichtet. Ups, hat nicht geklappt. Muss ich auch noch mal hochgehen. So, um das Gesamtportfolio nochmal zu zeigen. Ein Neuntel. Und dann sehen Sie hier, Sie haben eine Rendite von 4,36 mit einem Maximum Drawdown von 10%. Ja, das ist Corona, wo alle in Liquidität geschiftet sind. So, das wäre es von meiner Seite. Ich gebe jetzt zurück, um Oliver weiterhin darstellen zu lassen, warum es wichtig ist, diesen Lego-Baustein von Finexity noch mit reinzutun. Dann gehen wir jetzt mal weiter und gehen mal auf die nächste Folie. Dort wird letztendlich, habe ich mal abgezeichnet und abgetragen, welchen Einfluss letztendlich wirklich alternative Investments auf ein Portfolio haben. Das, was der Herr Tötzke eben auch schon ausgeführt hatte. Auf der unteren Kurve sehen Sie ganz oben rechts einmal 100% Aktien, in der Mitte davon 50-50 Bonds mit also Rente mit Aktien. Und ganz unten halb ein reines Rentenportfolio. Und wenn Sie hier quasi eine Beimischung von 20% nehmen, dann sehen Sie eben, dass was die Volatilität, das maximale Drawdown quasi abnimmt, gleichzeitig die Rendite aber nach oben geht. Das nur mal als exemplarisch mal ausgeführt. Wir sehen das Thema Diversifikation eben auch, hängt natürlich ab, auch von Alter und von Vermögen. Und da zeigt sich auch ein ganz interessanter Trend derzeit ab, den andere quasi analysiert haben, ist nämlich, je jünger die Leute, die Vermögensinhaber sind, desto höher ist hier der Anteil an Alternative Assets. Das liegt an der Natur der Sache, nämlich einerseits die jüngeren Leute, die haben halt noch einen längeren Zeithorizont. Auf der einen Seite, bis das Geld dann irgendwann benötigt wird für irgendwas. Und auf der anderen Seite natürlich, dass die alternativen Investments halt einen Langfristcharakter haben. Eher eine Buy-and-Hold-Strategie, als jetzt kurzfristig Dinge zu kaufen und innerhalb von einem Jahr wieder zu flippen. Und die andere Achse ist eben, je höher der Vermögensstand ist, also je höher die Flughöhe ist im absoluten Vermögensstand, desto höher wird jetzt die alternative Asset-Klasse, also in Quote gemessen, auch ausgerichtet. Das heißt, bei sehr vermögenden Leuten liegt die Quote bei über 80%. Das ist natürlich nicht so, das erstaunt einen nicht, weil letztendlich dort, wenn ich 100 Millionen habe, dann kann ich eben auch 80, 5 oder 90 Millionen wirklich in die Illiquid schicken. Und mit dem restlichen Geld noch bequem leben. Aber was kann man lernen von solchen hochvermögenden Leuten? Ich denke, das ist auch mal anzusehen. Im Prinzip steht dort bei den Leuten Vermögenssicherung vor der Renditemaximierung. Und wie gesagt, Quoten liegen bei über 70% bei diesen Leuten. Die wesentlichen Assetklassen deren Portfolio ist nach wie vor Immobilien ganz vorne. Private Equity und auch Private Debt. Private Debt ist hier das Mezzaninkapital und solange die Zinsen noch unterhalb der Inflation liegen, wird es hier auch weiter interessant bleiben und werden hier interessante letztendlich Investments geben. Da sollte man drauf gucken. Was die Investitionsentscheidung von den Leuten weniger beflügelt hat, war das Thema ESG und Nachhaltigkeit. Das hat bei der Anlage jetzt nicht so die große Rolle gespielt in den letzten Jahren. Und letzter Punkt, den ich noch ausführen würde, Luxus und Qualität. Also die Dinge, die heute wertvoll sind, die werden auch morgen wertvoll sein. Ich habe hier mal zwei Charts eingeführt, der von Louis Vuitton. Und der obere ist einige Wochen älter, der andere, der untere, ist jetzt ganz aktuell. Und was dort aber sehr, sehr, sehr anschaulich zu sehen ist, beim unteren insbesondere ist, dass dieser Zusammenbruch, den Sie jetzt gerade im DAX erlebt haben, die letzten 48 Stunden, diese Aktie einfach völlig
nicht tangiert hat. Also an der Stelle ist, Luxus geht immer. Soll hier keine Verkaufsempfehlung sein, keine, das mal ganz herausgestellt, aber zeigen, dass Luxus auch ein anderes Segment ist, wenn am Markt es mal wieder ein wenig turbulenter wird. Und wenn es turbulent wird, dann habe ich ja auch schon gesagt, dass die Leute dann wirklich nach Sachwerten suchen. Und eine Asset-Klasse, die seit vielen Jahren ja sehr beliebt ist, ist das Thema Kunst. Und hier habe ich mal einen Chart mitgebracht, wo wirklich gezeigt wird, dass Kunst halt, wenn Krisen auftreten, wirklich nicht so tangiert sind wie andere Märkte. Der Herr Tötzke hat hier davon gesprochen, dass er ja auch illiquide, quasi alternative Assets quasi auf seiner Seite hatte, insbesondere das Thema Immobilien. Wir sind hier in dem Bereich, wo wir wirklich rein rassig im alternativen Bereich sind, das heißt also nicht börsennotiert. Und hier kann ich einfach nur sagen, diese Märkte sind dadurch auch insbesondere gekennzeichnet, dass sie gar nicht gehebelt sind. Also das heißt, gehebelt an dieser Stelle mit Fremdkapital ausgestattet sind diese Märkte in der Regel nicht oder nicht so doll. Und das macht sie etwas unabhängiger von Zinsänderungen, die von dem Markt ausgehen. Und da hier auch sehr, sehr viele Sammler mit Emotionen Dinge zusammentragen und verkaufen sie jetzt Bilder auch jetzt nicht als erste Option, wenn eine Krise ausbricht. Da werden dann sicherlich andere Hebel gezogen. Und das macht sie ein wenig stabiler. Gleichwohl. Und ist natürlich bei der Asset Allocation im Kunst natürlich ausschlaggebend zu sagen, dass man hier Editionen für Unikaten nehmen sollte. Grundsätzlich, wenn man in Kunst investiert, Laufzeiten ab 4 Jahren sollte man schon mal berücksichtigen. Das ist wichtig für die strategische Asset Allocation, wenn man es aufnimmt. Sie sind, wie gesagt, inflations- und zinsunabhängig und haben eine deutlich geringere Korrelation zum Kapitalmarkt. Wie sich das auswirkt, haben wir auch schon mal gesehen. Ich habe hier mal 2 Exits mitgebracht, 2 Kunstwerke, die wir schon wieder verkauft haben und die wirklich deutlich gezeigt haben, dass sie Alpha generieren können. Auf der linken Seite hier den Günther Uecker mit über 40% und auf der anderen Seite den bekannten Maler Andy Warhol. Hier mit Jack Nicklaus, der auch mal eben 6% letztendlich abliefern kann innerhalb eines Jahres. Das ist zwar nicht die Norm, aber auch hier wollten wir mal aufzeigen, dass ich auch im kurzfristigen Bereich mit Kunst wirklich gutes Geld verdienen kann. Gehen wir noch ein paar andere Assetklassen durch, die ich Ihnen mitgebracht habe. Ich habe das Thema Auto noch mitgebracht. Auch eine sehr, sehr interessante Klasse, insbesondere für Deutsche. Wir lieben Autos, wir sind eine Autonation. Das Thema ist, dass auch Autos Sammlergegenstand sind seit vielen Jahrzehnten. Auch die sind sehr negativ korreliert mit dem Kapitalmarkt. Auch hier ist nicht keine hohe Hebelung durch FK-Kapital vorhanden. Und sie sind relativ unaufgeregt in Krisen. Das heißt, das sehen Sie dort in der blauen Blase da drin. Das heißt, das ist also die Finanzkrise 2008, 2009, 2010, da wo alles so massiv nach unten geflogen ist, blieb der Index dort relativ ruhig. Ich habe noch eine zweite Chart mitgebracht mit dem Haggerty-Preis. Dort wird insbesondere BMW, Mercedes und Porsche abgebildet. Hier sehen Sie dort den Index im Ende letzten Jahres, als die Zinsen von den Leitbanken mal kräftig nach oben hochgefahren worden sind und die Märkte talwärts gingen. Das ist 22. Der Preis, Sie sehen, der ist relativ stabil nach oben weitergelaufen und bleibt unaufgeregt. Das gleiche Phänomen zeigt sich ähnlich auch bei Wein. Hier abgetragen sehen Sie das sogar mit Gold. Gold quasi die obere Linie, die pinke, die wirklich stark abfällt, als die Geldpolitik sich massiv geändert hatte und quasi endlich die Zinsen angehoben worden sind und alle Märkte erstmal gen Süden zeigten und blieb der Wein relativ konstant stehen und hat kaum Auswirkungen gezeigt, auch weil hier eben auch das Thema ist, dass bestimmte Weine
einfach von Sammlern gesammelt werden, gekauft werden. Auch hier gibt es ein bestimmtes Segment, das man kaufen kann. LiveX ist eine internationale Weinbörse und der LiveX, der hier abgebildet wird, beinhaltet insgesamt 1000 verschiedene Weine in unterschiedlichen Subkategorien aus Bordeaux, aus mit Champagner, aus USA, aus Australien. Habe Ihnen da mal drei verschiedene Ausläufer mitgebracht. Einmal einen sehr bekannten, den Domaine Romanicanti. Hier sehen Sie quasi die Auswirkungen der Zinspolitik der Zentralbank. Oben links quasi, das eine geht gen Süden, das eine geht gen Norden. Die Leute suchen halt in der Krise nach solchen Investments. Das zeigt sich immer, dass auch im Einzel-, auch im Champagnerbereich sehen Sie das, ob wir jetzt einen Champagner nehmen, der zu den teuersten der Welt gehört, den Salon de Mesille. Flasche kostet Minimum 12.000 Euro aufwärts. Oder einen eher einen Champagner, den jedermann kennt, oder wo die Reise schon mal ab 60, 70, 80 Euro losgeht, der Louis Röderer. Auch hier zeigt sich, dass, wenn die Märkte nach unten gehen, diese Preise bei diesen Assets einfach sehr konstant bleiben. Wenn wir das Thema Diamanten mal kurz anschubsen, geht es hier um eine Ressource, die ein ganz besonderes Merkmal hat. Und das ist natürlich, wir haben hier ein natürliches Produkt, das einfach echt begrenzt ist. Die natürlichen Diamanten werden immer rarer. Das auch deshalb, weil in den letzten 10 Jahren überhaupt keine Diamantenminen mehr entdeckt worden sind. Bei den Diamanten gibt es ja farblose, also weiße Diamanten, und es gibt bunte Diamanten. Und es gibt an der Stelle eine enorme Nachfrage auf beiden Seiten. Die ist natürlich stark angeheizt durch Asien, wo die aufkommende Mittelschicht natürlich Diamanten zur Kultur gehört, insbesondere was Hochzeiten angeht. Aber für die Langfristanlage sind farbige Diamanten einfach das Nonplusultra. Da habe ich Ihnen mal die Preisanstiege für farbige Diamanten gezeigt und mitgebracht. Egal, ob es jetzt blaue, rosafarbene, gelbe Diamanten sind, habe ich auch nochmal aufgezeigt für Sie. Falls Sie sich überlegen, in Diamanten zu investieren, ein kleiner Tipp: Machen Sie es nie ohne Zertifikat, egal wie günstig Ihnen dieser Stein angeboten wird. Ein GIA-Zertifikat ist einfach ein absolutes Muss. Ansonsten wirklich die Finger davon lassen. Das Problem mit diesen farbigen Diamanten ist, sie sind einfach sehr, sehr teuer. Und ein Einzelinvestment ist dann schnell im hohen, mittleren, fünfstelligen Bereich angesiedelt, sodass, wenn dann das Geld nicht vorhanden ist, doch sicherlich die Wahl, wie wir sie darbieten, nämlich ab 500 Euro oder mal ab 5.000 Euro, so ein Investment ganz gut in das Portfolio passt. Ja, wie sehen unsere aktuellen Investments aus? Was können wir Ihnen bieten? Sie haben die Qual der Wahl. Derzeit bieten wir endlich wieder mal eine Immobilie an. Und das ist ein Asset, über das wir uns sehr freuen, weil wir haben hier A-Stadt in Hamburg. Wir haben einen Neubau. Wir haben eine Rendite bis 7,25 per anno. Wir haben die höchste Energieeffizienzklasse für dieses Gebäude, nämlich A+. Und wie Sie sehen, haben wir auch einen Quadratmeterpreis, der endlich mal wieder aufhorchen lässt. 4.332 € auf den Quadratmeter. Wenn wir das mal gegen die aktuelle Wertschätzung packen, dann sind das mal eben 23% Unterschied. Es sind insgesamt 4 Reihenhäuser, jedes mit 132 Quadratmeter ausgestattet. Wir haben nur einen Kaufpreisfaktor von 22,1. Also für diejenigen, die im Immobilienmarkt schon etwas länger unterwegs sind und den Kauffaktor eher bei jenseits der 30 in den A-Städten gesehen haben. Ja, Sie sehen richtig, wir sehen hier einen Neubau mit 22 und das ist eine echte Gelegenheit. Und an der Stelle ist einfach so, dass die aktuelle Situation es erlaubt, dass, wenn man cash-rich ist, dass man solche Opportunitäten schon mal bekommt und quasi auch wieder Investment findet, die dann wirklich eine positive Rendite abwirken. Die anderen drei Assets, die ich Ihnen heute gleich mitgebracht habe, ein Auto, einmal Kunst und einmal Uhren,
Da möchte ich insbesondere auf die beiden, die auf den Evo 1 von Mercedes gehen oder auch den Banksy, die Kunst, was diese beiden Investments wirklich auszeichnet, ist, dass deren Auflage doch sehr arg eingegrenzt ist. Und bei dem Banksy kommt das, ist die Auflage 25 Stück je Farbe weltweit. Das ist ein echtes limitierte Auflage. Ich selber habe vor vielen Jahren mal eine Uhr gekauft. Da hieß es dann auch, ja Mensch, ist eine limitierte Auflage, 1000 Stück. Da muss man einfach sagen, dass auch im Uhrenbereich eine Auflage von 1000 Stück echte Massenware ist. Ist mehr ein Marketing-Gag, hat aber letztendlich nichts mit einer wirklichen Rarität zu tun. Da müssen ganz andere letztendlich Stückzahlen nur produziert werden. Und das ist auch bei Mercedes so. Der Evo 1 ist hier ja das erfolgreichste DTM-Fahrzeug gewesen der letzten Jahre, der letzten Jahrzehnte, hat sich ja immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem BMW 3 M3 geliefert. Um diese Serienfahrzeuge in dieses DTM mal reinzubringen, gab es mal ein Reglement, das hieß, man darf maximal, man musste 500 Stücke also in Serie produzieren. Von diesem Auto wurden insgesamt 502 Autos produziert. Viele davon haben nicht mehr überlebt. Das ist das letzte Homologationsmodell von Mercedes-Benz, das es gibt. Es gab ein Evo 1 und es gab ein Evo 2. Der Evo 2 wird mittlerweile schon jenseits 250.000 gehandelt. Der Evo 1 ist stark im Kommen. Wir haben hier ein Modell bekommen im perfekten Zustand von einem uns bekannten Händler für unter 100.000 Euro. Sehr interessantes Modell. Und Banksy, naja, zu diesem Künstler muss man nicht viel sagen, außer dass er der bekannteste Street-Art-Künstler der Welt gerade ist und seine Gemälde auch in den bekannten Galerien rund um den Globus auch zu sehen sind. Dieses Stück war zuletzt zu sehen in Düsseldorf und im NRW-Forum hätte man sich das angucken können. Bei uns noch ein bisschen zu haben. Die letzten Sachen, der ist so gut wie ausverkauft mit 99%. Ich glaube, da sind noch 3.000, 4.000, 5.000 Euro übrig. Wenn Sie die Gelegenheit für sich nutzen wollen, schlagen Sie schnell zu. Und ansonsten würde ich sagen, dass der wesentliche Grund, warum Sie mit uns vielleicht den Weg mal beginnen sollten, ist letztendlich mit diesen alternativen Assets. Halten Sie sich wirklich Ihre Kaufkraft in den nächsten 5, 10, 15 Jahren? Sachwert hat einfach über die Jahrhunderte gezeigt, dass die Dinge wertvoll geblieben sind. Sie haben Kriege überstanden, Sie haben Krisen überlebt. Das wird auch, da bin ich ganz überzeugt davon, auch in den nächsten 30, 40, 50 Jahren so sein. Die Zentralbanken haben gezeigt in den letzten 10, 15 Jahren, dass sie enorme Kredite aufgenommen haben, die Bilanzen der Länder, ob jetzt in Deutschland, USA, haben Höchststände auf den Schulden. Das heißt, das Geld ist also auch sukzessive weniger wert geworden. Und die ganzen Sachwerte, über die wir heute gesprochen haben, ob es Diamanten sind, ob es Kunst ist, ob es Auto ist, ob es eine Uhr ist, ob es Immobilie ist, sind dann halt doch wesentlich unabhängiger von Zinsänderungen. Sie bleiben. Diamanten zum Beispiel haben noch nie einen Totalverlust erlitten. Ich glaube, das ist ein Merkmal, das sie gegenüber einer Aktie ganz, ganz stark ausspielen. Es ist relativ unkompliziert und einfach mit uns letztendlich Geld anzulegen. So schnell wie sie reinkommen, so schnell sind sie auch wieder draußen. Es gibt bei uns keine Laufzeiten. Sie können letztendlich alles wieder schnell verkaufen. Und das ist unterm Strich letztendlich das, worauf es ankommt. Deshalb mein klarer Tipp, melden Sie sich an. Die Anmeldung ist kostenlos. Bleiben Sie mit uns am Ball. Und in diesem Sinne ein letzter Hinweis. Diversifizierung ist und bleibt King. Und wenn Sie jetzt überlegen, mal den kleinen C in den großen Teich zu hängen, denken Sie dran, ein einzelnes Investment ist noch keine Diversifikation. Das ist und bleibt eine Wette. Und gehen Sie auf Sicherheit und zwar Vorrendite. Wertsicherung ist besser als Renditemaximierung, weil im Zweifel kaufen Sie sich doch mehr Risiko ein, als sie Ihnen lieb ist. Und achten Sie stets auf Qualität und das vor dem Preis.
egal ob Sie jetzt Qualitätsaktien kaufen oder in Sachwerte gehen, die Qualität haben. Denn das, was heute Qualität ist, wird auch morgen Qualität sein. Denn aus einem schlechten Asset machen Sie auch in der Tokenisierung kein besseres Asset, wenn Sie es digital anbinden. So, das wäre von meiner Seite das Ende. Und vielleicht hat Herr Baron ja schon noch einige Fragen aufgenommen. Genau, ich habe es leider vorher ganz vergessen. Natürlich, liebe Teilnehmer, Sie dürfen natürlich Fragen stellen. Gerne im Chatfenster einfach der Webinar-Software. Sie haben heute die Gelegenheit, eben mit Oliver Becker und mit Stefan Tötzke hier zu kommunizieren. Also nutzen Sie die Möglichkeit, wenn Sie Fragen haben zur Diversifikation, aber auch zum Investieren mit Finexity natürlich, dann haben Sie heute Abend hier zwei exzellente Ansprechpartner, die Ihre Fragen beantworten können. Ja, wir warten noch auf Teilnehmerfragen. Wie gesagt, nutzen Sie diese Möglichkeit. Mich würde vielleicht noch interessieren, Herr Tötzke, wir haben ja vorher gesehen, die Diversifikation mit liquiden Anlageformen. Wie schätzen Sie denn die Diversifizierung mit solchen alternativen Investments ein, wie sie eben auch über Finexity angeboten werden? Wie sollte denn bei einem typischen Privatanleger vielleicht eine sinnvolle Asset Allocation aussehen? Kann man da vielleicht ein paar Grundregeln oder ähnliches oder grobe Ratschläge vielleicht geben, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist? Also meine persönliche Meinung ist, dass ich devot bin. Ich habe keine Glaskugel, ich habe keine Zigeunerin neben mir, die mir sagt, was morgen passieren wird. Das sehen wir ja jetzt auch in der Bankenkrise. Deswegen bevorzuge ich, und das ist auch im Research nachgewiesen, dass das die besseren Portfolios sind, eine Gleichgewichtung. Man kommt klassischerweise eigentlich von diesem sogenannten Balanced Portfolio, 60% Aktien, 40% Anleihen. Die Research-Berichte zeigen allerdings, dass das eben eine bestimmte Phase ist. Wir haben hier zum Beispiel, nur um das den Zuhörern klarzumachen, wir haben einen 40-jährigen Bullenrun in Zins-Fixed Income gehabt. Das ist eine Phase in einem großen Zyklus. Und nur weil 40 Jahre die Zinsen gefallen sind, heißt es nicht, dass sie weiter fallen, sondern jetzt steigen sie, weil wir eine Zinswende haben. Ja? Also bezogen auf ein stabiles Portfolio, wo ich schlafen gehen kann und mir keine großen Sorgen machen muss, ist eine Gleichgewichtung das beste Rezept vom Risikorenditeprofil. Wenn ich das mache, dann kann ich mir die Assetklassen in strategischen Asset Allocation aussuchen, die auch illiquider sind, und dazu gehören natürlich dann auch Kunst, Oldtimer, Weine und so weiter rein. Und gerade dort ist es eben dann auch wichtig, dass man eben auch wieder mehrere macht, weil selbst die Diversifikation innerhalb einer Assetklasse ist wichtig. Deswegen ist die Assetklasse Equity, Aktien, ja nicht repräsentiert durch eine Aktie wie Apple, sondern durch den MSCI World zum Beispiel. Oder Fixed Income. Bei mir auf dem iPad-Tool ist es Eurozonen AAA Staatsanleihen, ja, diversifiziert. Das heißt, in der Assetklasse selber muss er auch mal diversifiziert sein. Und das bedeutet dann, wenn ich in die Tokenisierung gehe, ja, die Oliver vorgestellt hat und so weiter, wäre es aus meiner persönlichen subjektiven Sicht wichtig ist, dass ich mich lieber mit mehreren kleineren Beträgen an verschiedenen Assets, Diamant plus Kunst plus Wein plus Oldtimer beteilige, anstelle alles von dem Block in meiner Asset Allocation nur auf einen Diamanten zu setzen. Das wäre jetzt meine persönliche Message. Ja, wunderbar, das war auch eine gute Überleitung, denn wir haben tatsächlich hier auch eine Frage dazu. Ein User fragt, was passiert denn mit den Finexity-Sachwerten in schweren globalen Krisen? Ist der Mercedes oder der Bansky dann noch werthaltig tatsächlich, auch in einer schweren Krise? Oder korrelieren diese Märkte vielleicht doch auch mit anderen Vermögenswerten wie Aktien und Anleihen?
Herr Becker, wenn Sie vielleicht dazu was sagen wollen. Ja, wie also das ist ja die alte Diskussion Wert und Preis, die wir hier, die in dieser Frage steckt. Selbstverständlich haben in schweren Krisen solche Werte natürlich, kriegen natürlich auch was ab, weil letztendlich, aber diese Krisen sind ja meistens immer nur relativ kurzfristiger Natur. Das heißt also, wir reden über 1, 2, 3, 4 Jahre. Und das ist das, wo diese Investments dann quasi, wenn man sie darüber hinaus trägt und sie einfach hält in der Buy-and-Hold-Strategie, dann einfach an der Stelle, dann sitzt man das ganze Thema aus. Und das ist eben das Entscheidende. Das heißt, wenn ich mein Portfolio an der Stelle so strukturiere, dass ich gewisse Anlagen ganz einfach klar über die 5-Jahres-Linie hebe, in die 5-Jahre-10-Jahres-Linie, dann lässt mich diese Delle eben doch gut schlafen. Das Schwierige ist immer nur dann, dass wenn ich in dieser Phase verkaufen muss, wenn ich gezwungen werde, ein Asset dann zu liquidieren, ob es ein Diamant ist, ob es ein Kunstwerk ist oder ein Auto. Natürlich in der Krise halten alle ihr Pulver trocken, wollen sie alle in quasi hohe Liquiditätsstände behalten und keiner traut sich richtig raus. Das ist richtig und deshalb haben wir in unseren Verträgen entsprechend die so aufgestellt, dass wir stets nicht gezwungen werden können, ein Asset zu einem bestimmten Zeitpunkt verkaufen zu müssen. Da würde ich auch ganz gerne noch mal was zusätzlich auch sagen. Also die Asset-Klasse, die langfristig am besten performt, ist Aktien. Aber die hat den Maximum Drawdown, wie ich vorhin dargestellt hatte, von 70%. Und dann sagen mir meine Seminarteilnehmer, Stefan, warum soll ich da nicht Aktien kaufen in der langfristigen strategischen Asset Allocation? Ja, nur Aktien. Und dann sage ich, du wirst in der Rezession, nehmen wir an, du arbeitest in der Bank und deine Frau auch, genau dann deinen Job verlieren, wenn die Rezession da ist. Das heißt, genau am Down. Das heißt, du musst dein Haus, entweder du stehst vor der Frage, verkaufst du die Aktien oder irgendwelche Wertpapiere oder Beteiligung, oder verkaufst du dein Haus, wenn du plötzlich arbeitslos bist mit deiner Frau in der Krise. Deswegen kann man in der strategischen Asset Allocation wirklich das Geld nur anlegen, von dem ich weiß, dass es zusätzlich zu der Liquidität, die ich brauche, zum Überleben da ist. Und das ist ganz wichtig, dass man das eben, wie auch Oliver am Anfang gesagt hat, nie die Liquidität gefährden. Das heißt, wir reden hier vom strategischen Asset Allocation, nicht von der taktischen. Ja, wunderbar. Dann haben wir noch eine Frage, die jetzt stärker auf das konkrete Investieren mit Finexity abzielt. Und zwar die Frage lautet, gibt es eine Art Kurs, um den Wert des Investments über Finexity zu verfolgen? Ich denke, wir gehen am besten mal auf die Finexity-Webseite, um das auch zu zeigen. Jetzt ja, sollte man die ja Finexity-Webseite... Genau. Gehen Sie mal auf den Marktplatz, genau. Herr Baron, auf dem Marktplatz. Wunderbar. Klicken Sie da. Wo haben Sie jetzt hingeklickt? Okay. Ja. Ui. Jetzt sollte es. Alles ruhig? Ja. So, jetzt gehen wir mal, scrollen Sie mal ein bisschen weiter runter und dann picken Sie sich mal was raus. So, weiter runter, nochmal ein bisschen weiter runter, wo hier auch mal. So, was wollen wir hier machen? Wollen wir, picken Sie mal was raus. Klicken Sie mal irgendwo drauf. 1,17 da, die Uhr. Philipp. So, was Sie hier im Chart sehen, ist letztendlich die blaue Linie, das ist der iterative Tokenwert. Das ist quasi den Wert, den wir letztendlich, quasi uns aus externen Datenquellen ziehen. Da gucken wir uns die letzten Auktionsergebnisse von Sotheby's an oder von Uhrenportalen, was diese Uhr letztendlich gebracht hat auf dem Markt, zu was sie aktuell verkauft wird. Die untere Linie, die orange Linie, das ist der aktuelle, das ist quasi die Verkaufslinie. Da sind aber jetzt noch keine Verkäufe vorgenommen worden. Wenn wir hier ein Asset hätten, wo
Verkäufe schon letztendlich nach sich gezogen hätten, dann würde man hier eine zittrige Linie sehen. Da könnte ich Ihnen ein anderes Chart anbieten, Herr Baron, wenn Sie das mal nehmen können. Aber die 17%, letztendlich, am Anfang ist es so, wenn wir ein Asset im Primärmarkt listen, dann startet, dann ist die Ausgangsvoraussetzung immer 1 Euro ist gleich ein Token. Und danach geht es mit der, und da fangen wir dann an. Und wenn wir natürlich auch einpreisen, weil wir natürlich Einkaufsvorteile haben, weil wir sind natürlich Händler, wir sind professionell, wir sind ein Profi, deshalb kriegen wir in den Märkten auch ganz andere Preise verhandelt als jetzt ein Privatanleger, der sich jetzt, sag ich mal, so eine Uhr kauft oder auch einen Diamant kauft oder ein paar Flaschen Wein kauft, der kriegt halt und zahlt halt andere Preise, weil wir eben häufiger bei den anderen in den Märkten einkaufen. Wenn Sie mal ganz runtergehen können, gehen Sie mal einmal auf das Thema Wohnen oder mal nach ganz unten scrollen. Schieben Sie mal den ganz nach unten, den Schirm oder ganz hoch, wie Sie wollen. So, stopp, da gehen wir mal hier, da sehen Sie mal das Jenfelder Au. Das ist unser ältestes. Hier sehen Sie einen anderen Chart, der sich natürlich auch, hier sehen Sie einmal die blaue Linie, das ist hier der iterative Tokenwert. Hier wird ein Preis bestimmt aus Mietzahlung, aus Rückführung der FK-Quote, weil wir natürlich tilgen und natürlich Wertzuwachs der Immobilie an sich. Da sehen wir auch mal eine kleine Delle schon drin auf der blauen Linie, wo die Preise wieder ein bisschen runtergekommen sind. Die orangefarbene Linie sind aktuelle Verkäufe, die stattgefunden haben, wo also Investoren schon ihre Anteile wieder verkauft haben. Aktuell wird, wie gesagt, mit 1,66 Euro das ganze Gebäude bewertet. Es ist voll vermietet. Sieht man auch in der Vermietungsquote rechts ausgewiesen, 100%. Also und wir versuchen halt, wir arbeiten ja auch mit der Datenbank zusammen, um die Gebäude, das machen wir vierteljährlich, die auch die Kurse entsprechend aktuell zu halten. Herr Baron? Gut, ja, wenn Sie weitere Fragen haben, liebe Teilnehmer, gerne stellen. Ansonsten würde mich noch interessieren, ja, Herr Becker, wenn Sie vielleicht noch mal schildern können, wie so ein Investment konkret abläuft für jemanden, der bisher noch nicht über Finexity investiert hat, der sich jetzt aber dafür interessiert und der jetzt vielleicht mal in ein anderes Anlagegut investieren möchte, als er das üblicherweise tut. Also wie meldet er sich auf Ihrer Plattform an? Wie viel Geld? Jeder Anleger geht grundsätzlich erstmal auf diese Seite von uns, www.finexity.com. Und dann ist oben auf der rechten Seite ist quasi anmelden. So, und dann geht er, hier kann er sich einfach ganz einfach registrieren. Die Registrierung ist relativ, ist die E-Mail-Adresse, ist Vorname und Nachname und ist eine Telefonnummer. Damit legt er sein Konto an. Das wäre der erste Schritt. Damit könnte er direkt loslegen und sich ein Investment aussuchen. Zum Verständnis, das ist ein Selbstbedienungsladen, den wir hier haben. Also an der Stelle, wir machen keine Beratung im Sinne von, wie Sie bei einem Bankberater oder bei einem Finanzanlageberater bekommen könnte. Wir haben schon Kollegen, die Produkte kennen, die Projekte kennen, die an der Stelle Fragen zu den Projekten natürlich beantworten können, und zwar im Detail. Aber wir können an der Stelle keine Anlageberatung machen. Das heißt also, der Kunde ist hier selbstbestimmt und weiß in der Regel dann auch hoffentlich, was er tut. Und er sucht sich auch eben seine Assets selber aus. Und er sagt auch selber, in welcher Höhe er welches Investment machen möchte. Ich glaube, was ganz wichtig ist, und das hat der Stefan eben auch ausgesagt, ist quasi, der Kunde hat wirklich die Möglichkeit, wirklich Asset für Asset und Investment für Investment einzeln zu machen. Das heißt, er kann sich einen Diamanten, ein Auto, eine Flasche Wein, einen Violinenbogen zusammensuchen und kann sich somit ein sehr, sehr buntes Potpourri an unterschiedlichen Investments zusammensammeln. Und
das ist eben der Reiz daran. Ne? Das heißt also, wenn Sie heute bei uns, wenn Sie gesagt haben, ich will ein Kunstportfolio aufbauen, dann hätten Sie heute mit uns nach 28 Investments, 28 verschiedene Kunstinvestments zusammen. Und wenn Sie jedes Investment mit 500 Euro bespart, ich sag mal, gemacht hätten, dann hätten Sie heute 14.000 Euro investiert, aber hätten halt 28 Künstler von internationalem Ranking. Ich würde mal sagen, 70%, 80% von unserem Portfolio ist unter den Top 100 der internationalen vom Art Prize. Da sehen Sie Künstler, die Sie sonst eigentlich ja in Museen sehen. Und ich meine jetzt nicht nur ein Banksy, ich meine nicht ein Warhol, ich meine nicht ein Keith Haring, sondern eben auch Menschen wie Günther Uecker, wie ein Christo, wo sie wirklich haben, sie haben eine tolle Qualität, sie haben eine tolle Diversifikation, sie haben eine Vertikale in der Kunst, die sie sonst so nicht hinbekommen. Und das auf einem sehr direkten Weg. Bin ich noch drin? Ja, ja, wunderbar. Vielen Dank, Herr Becker. Letztendlich ist das der erste Schritt. Konto anlegen, kostet nichts, ist unverbindlich. Man bleibt einfach dran. Man hat mal eine Zeit, mal ein bisschen näher zu gewinnen. Und dann ist der zweite Schritt letztendlich, man muss sich einmal identifizieren. Das ist letztlich bei, machen wir hier Bankgeschäfte, machen wir Investmentgeschäfte. Da muss man einfach mal wissen, wer ist der andere. Und natürlich gibt es dann das Thema Geldwäschegesetz. Da muss man einmal durch und dann wird noch die Angemessenheit festgestellt. Nach dem Motto, sie wissen, was sie tun. An der Stelle ist man Investment ready. Dann kann man loslegen und kann letztendlich eine Zeichnung einfach auslösen. Ja, und selbst wenn man sagt, okay, ich ändere meine Meinung, da gibt es natürlich auch einen Weg zurück. Auch wir haben bei jedem Investment 14 Tage letztendlich gesetzliche Widerrufsfrist. Das ist für uns normal. Da bewegen wir uns einem Rahmen, der vorgegeben ist seitens des Gesetzes, der Gesetzgebung. Also an der Stelle erwartet den Investor keine großen Überraschungen. Ja, wunderbar. Wir haben 19 Uhr im Prinzip. Vielen Dank für die Teilnahme. Vielen Dank, Herr Becker. Vielen Dank, Herr Tötzke, für Ihre Expertise. Ja, liebe Teilnehmer, wenn Sie sich interessieren für Finexity, einfach die Internetseite besuchen. Sie sehen da ja auch eine Telefonnummer angegeben, wo Sie sich informieren können. Ja, probieren Sie es einfach aus, würde ich vorschlagen. Und ja, vielen Dank für die Teilnahme und ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Schönen Abend. Tschüss.